So, jetzt testen wir mal das Dynamite-Bag aus dem Aldi für 1,99. Das haben wir erstmal so drinnen. Ich bin ja bei der B-Silberkracher, Pure-Cracker, A-Böller, Bobbeler 1 und D-Böller. War von jedem so ein, zwei Stück. Fangen wir an mit den A-Böllern. Bin ich mal sehr gespannt drauf, sie schneiden jetzt mal so ab. Mal ein. Recht kurze Lunte wieder. Ja, auch schlecht. Also wirklich schlecht, die Dinger. Puffen teilweise auch einfach nur. Jetzt nehmen wir uns die Pyrocracker, China-Knaller, wie sie heißen. Drei Stück. Oh, Cracker waren meine Zeit lang, wenn die nicht so. Nein, nicht ganz in Ordnung, die Teile. Ich komme jetzt zur vorletzten Größe, den D-Böllern von Leco. Die sehen halt einfach aus wie Tonwürste. Ja, wo ist hier die Lunte? Hat keiner. Den lassen wir mal weg. Nehmen wir den nächsten, der hat wieder einen. Das ist ja nicht so gut von der Verarbeitung her. Naja, recht kräftig, dumpf sogar. Gleich nächsten. Ja, recht gut für D-Böller. Zu guter Letzt den Super Böller 1 von Leco. Wie sage ich denn eigentlich dazu? Ist doch alles von Leco. Nehmen wir uns hier mal ein. Silvesterzeit, Schwarzpulver knallt, Straßen voll Eis, Funken im Blut, wenn Pyro Herzen Level 100 schlagen, Pyros auf die Straßen, das sind unsere Tage.